So, herzlich willkommen zu einem weiteren Push-Trainings-Vlog von Susi und mir. Und wir nehmen euch heute oder dich heute mal mit in mein Push-Training, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so das Workout, was ich die letzten Monate in fast ähnlicher, identischer Form durchtrainiere. Ab und zu ändere ich natürlich mal ein paar Sachen. Wir machen uns gleich erstmal warm mit ein paar Übungen für die Rotatorenmanschette. Dann machen wir was mit dem Brustkorb. Da habe ich ein paar Tipps für euch. Wir machen Decline Bench Press, also invertiertes Bankdrücken auf der Schrägbank. Keine Sorge, falls du die nicht zu Hause hast. Ich gebe dir natürlich auch wieder ein paar Alternativen. Die werden dann von Susi nachtrainiert. Was machen wir noch? Wir machen dann was für den Trizeps. Wir machen danach was für die Schultern, Overhead Press, auch in verschiedenen Variationen, einmal mit der Bank, einmal mit der Landmine. Gerade für die unter euch, die vielleicht Schulterprobleme haben, nicht ganz so bewegliche Schultern. Super Alternativübung für euch und ich würde sagen, wir steigen auch direkt mal ein. Ich zeige dir mal die erste Übung, mit der ich immer so reinkomme. Was ich mal ganz gerne mache, wenn ich jetzt Schultern trainiere, dann mache ich meine Rotatorenmanschette. Warm. Ich glaube, das ist so ein Klassiker, Rotatorenmanschette, ist allerdings viel zu isoliert gedacht, wenn wir an die Schulter denken. Okay, die Schulter sitzt auf dem Schulterblatt, ist mit dem Schulterblatt verbunden und das Schulterblatt sitzt auf unserem Brustkorb. Das heißt, wir haben hier eigentlich drei Strukturen. Wir werden erstmal gleich die Rippen mobilisieren, das mache ich jetzt aber in der zweiten Übung. Jeder kennt es von euch wahrscheinlich, hier so Schulter-External Rotations, ja, Schulter Innenrotation, ne, so mit dem Band. Ist nicht verkehrt, ja, lieber mal gemacht als nicht gemacht, aber ich denke immer so ein bisschen in Zeiteffizienzgründen. Und das hier isoliert meine Rotatorenmanschette, ja, dann könnte ich auch noch isoliert meinen Bizeps, meinen Trizeps, mein Brust, mein Latissimus isoliert warm machen, weil es ist genau das gleiche im Kern. Und ich denke mir immer, warum nicht ein bisschen Komplexität reinbringen? Ja, ich habe mir nämlich da mal, also das ist eine Übung, die ich mir erdacht habe, bin da irgendwann mal hergegangen, ich habe mir gedacht, okay, für die Innenrotation, ja, gehe ich jetzt mal hier hinter den Körper, zack, weil es ist auch eine Position, in die man nicht so oft reingeht. Und gleichzeitig mache ich hier noch ein bisschen eine Bewegung mit der Brustwirbelsäule, okay? Also das ist auch, das werden wir gleich noch wiederfinden, eine Wurfbewegung. Ja, ist ein bisschen komplexer, gebe ich zu. Wie gesagt, man kann hier erstmal isoliert anfangen. Zack, 1, 2, 3. Ja, und wenn man dann merkt, okay, jetzt hier, ja, ich will da so weit wie möglich rüber. Ganz natürlich kommt dieser Schwung. Ich will so weit wie möglich hier rüber. Ja, und dann schwupp, schwupp, schwupp. Ja, davon mache ich wahrscheinlich so 10, also 20, 30 Wiederholungen. Das zähle ich auch nicht mit. Ich habe jetzt ein leichtes Brennen in der Schulter, leichte Muskelansprache. Das gleiche jetzt für die Außenrotation. Ja. Das ist eigentlich so eine kleine Bewegung, da mache ich wirklich nur hier, zack. Aber kann ich jetzt auch wieder mit der Brustwirbelsäule, mit. Ja, wer seine Defizite kennt, ich habe zum Beispiel eher ein Innenrotationsdefizit auf der rechten Schulter, eher ein Außenrotationsdefizit auf der linken. Deswegen kann es das schon sein, ne? Wer möchte, der kann sich dann natürlich einfach umdrehen und das entsprechend andersrum noch trainieren. Ich spare mir die Zeit, ganz ehrlich, was ich dann mache, oft, ja, jetzt achtet mal darauf, wenn wir über Bewegung sprechen, ja, jetzt mache ich, zack, zack, achtet mal auf den Arm, ja. Ne? Ich denke, also ich könnte jetzt wahrscheinlich auch hier, zack, ne? Und man findet diese Bewegung also eigentlich in einem normalen Wurfmuster auch wieder. Es gibt ja immer so diese Aufwärmregel, ja, erstmal mal ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System machen, danach ein bisschen was für unspezifische Bewegungsmuster. Und was gibt es eigentlich unspezifischeres als ein Wurfmuster, weil das ein grundlegendes Muster des menschlichen Körpers ist. Ja, daran sind alle anderen Bewegungen unseres Körpers angelehnt. Das heißt, egal was du trainierst, Bodybuilding, Tennis, Fußball, ja, Handball, diese grundlegenden Bewegungsmuster und auch die Variation, die ich dir hier zeige, kannst du perfekt einsetzen. Und anstatt jetzt einfach nur irgendwie dumm ein paar Runden dich warm zu laufen, kannst du dann sehr spezifisch hier auch dein Herz-Kreislauf-System und deine Muskulatur gleichzeitig warm kriegen. Ja.
Wer richtig fancy gehen will, weil du hast gerade nach dem Kabelzug gefragt, mache ich jetzt aber nicht immer. Ja, ist jetzt wirklich ein bisschen over the top. Der kann jetzt hier sagen, komm, ich baue hier oder so. Zack, noch einen Ruderzug ein. Ja, das klappt aber auch nur mit dem Ruderzug, weil wenn man Push-Press machen möchte, ja, dann kommt einem hier das Seil in die Quere. Ne? Deswegen funktioniert nur mit dem Ruderzug, kann man ab und zu auch noch einbauen. Das könnte man wahrscheinlich auch noch, jetzt komme ich ein bisschen ins Experimentieren, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, ja genau, man kann hier, könnte solche Pendelbewegungen eigentlich auch noch einbauen, obwohl das funktioniert sogar. Warte mal. Zack, zack. Ist natürlich jetzt ziemlich fancy, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Ist auch ein bisschen wahrscheinlich Verletzungsgefahr dabei, aber da kann man sich koordinativ auf jeden Fall zerlegen. Aber so denke ich darüber nach. Susi, willst du mal ausprobieren? Oder pass auf, zeig du mal die Warmmachübung für den Brustkorb. Seitlich mit der Faszienrolle. Die mache ich gleich im Superset mit dem Schrägbankdrücken. Genau, ja, also schön jetzt. Das ist jetzt eine super Kombinationsübung, gerade mit der Rotatorenmanschette. Jetzt machen wir noch was für die Brustkorb-Rippenbeweglichkeit. Richtig geil. Einatmen beim Zurückgehen. Beim Zurück? Ja. Ist nicht ganz so kriegsentscheidend. Becken noch ein bisschen kippen, jawohl. Schön die Spannungsanker achten, ne? Schön hier eine gerade Linie. Und was das macht, habe ich ja schon in einigen Videos auch erklärt. Wir drücken die Rippen sozusagen in die Breite, ja, von vorne nach hinten auseinander. Das bringt mehr Raum in den Brustkorb, ja, zur Seite, und damit verbessert das automatisch unsere Brustkorbrotation. Ja, das tut auch gut weh. Ja. Ja, da liegen natürlich auch irgendwo dann Serratus latissimus in der Nähe. Da kann man natürlich auch so ein bisschen muskulär drüber nachdenken. Vielleicht hat er, also die meisten Leute haben an der Stelle natürlich auch harte Triggerpunkte, aber warum nicht? Die nehmen wir direkt mal mit. Aber es soll sich schon so anfühlen, als wenn ihr auf den Rippen liegt. Das tut ihr nämlich auch, und das ist auch nicht irgendwie falsch oder böse oder so. Ja, muss man einfach ein bisschen schmerzadaptiert dran arbeiten. So, ich mache jetzt mal den ersten Satz Schrägbank drücken. In klein, ja, das ist jetzt hier eine Bank, die hat glaube ich so 100 Euro gekostet. Die hat hier noch solche, so eine Fixierung für die Füße. Und positioniere mir die Hand. Ich mache jetzt natürlich erstmal ein Warmachgewicht, 10 Kilo pro Seite, um erstmal in die Bewegung reinzufinden. Ja, gehe jetzt hier hin, lass mich runter und dann mache ich jetzt hier abwechselnd. Ja, hier kann ich es gut erklären, wenn ich jetzt locker über die Nase einatme, in der Exzentrik und in der Konzentrik pushe ich wieder nach vorne, exzentrisch einatmen, ja, locker über die Nase ein, fast lautlos, ja, kriege ich auch nicht immer so gut hin, und push, ne? Und das Ganze kombiniere ich jetzt im Supersatz, weil es gibt viele Leute, die denken halt immer, ich mache diese ganzen korrigierenden Übungen und ich habe irgendwie keine Zeit. Dann macht immer eine Kraftübung, und wenn die jetzt intensiv ist, dann habt ihr ja so 90 Sekunden, 2 Minuten Pause. Und dann mache ich jetzt zum Beispiel die Rippenmobilisation mit der Faszienrolle einfach in der Pause. Ja? Also ich mache so ein Superset aus korrigierender Übung und Kraftübung. Ja, nimm optimal die Rückenbeweglichkeit mit. Ja, schraub mir dann das nächste Gewicht drauf. Wenn ihr jetzt keine Bank habt, ja, die Susi zeigt jetzt mal die Alternativübung, beziehungsweise zeige ich die mal kurz vor. Ihr könnt auch echt eine geile
Alternative ist der sogenannte Floor Press. Den könnt ihr einfach so am Boden machen. Ich nehme hier auch noch so ein Kissen für meinen Kopf. Zack, ich könnte die Beine auch so ablegen. Was ich aber richtig geil finde, ist eher an die Wand zu gehen. Weil hier kann ich die Fußinnenkante belasten, meine Beinrückseite ansteuern. Ich komme hier also in den optimalen Spannungsanker, in die optimale Haltungsposition. Grundgesetzmäßigkeiten wie immer auch im Haltungscoach zu finden. Auch auf so eine Übung kann ich das übertragen. Ja, ich spüre jetzt meine Beinrückseite, weil ich die Beine nach unten ziehe. Und dann kann ich hier alternieren. Das Geile ist sogar, der Floor Press, der hat den unfassbaren Vorteil, ich bin hier komplett entspannt. Weil mein Unterarm stützt das Gewicht ja auf den Boden. Ich muss hier keine muskuläre Spannung haben. Und wenn ich jetzt einen unilateral drücke, ja, dann habe ich maximale Expansion im kontralateralen Brustkorb. In dem Fall jetzt hier die linke Seite. Ja, konzentrik rechts, exzentrik auf beiden Seiten. Konzentrik, exzentrik, zack. Ja, und das kann ich zum Beispiel auch alternierend machen. Ja. Hab jetzt Zeit, mich um meine Atmung zu kümmern. Ja, ich könnte es theoretisch auch, wenn ich Bock habe, wenn ich es schwerer machen will, kann ich es auch mal bilateral machen, auch kein Problem. Ja. Dann habe ich eher so das klassische Bankdrücken mit drin. Genau, willst du mal probieren? Mhm. Pass auf, die Übung, die Hanteln, ist für Susi jetzt schwer. So, dann lässt du mal eine weg. Ne, wie gesagt, so zack. So, was machst du jetzt? Ein Arm nach oben. Richtig geil. Ne, jetzt muss Susi sogar noch stabilisieren. Und jetzt arbeitest du erstmal eine Seite durch. 10 Wiederholungen. Oder mit dem Gewicht wahrscheinlich eher so. Das ist mein erster Satz. Ja, egal. Also wie gesagt, auch nicht immer irgendwie Schiss vor neuen Übungen oder so. Ja, habe ich jetzt auch Floor Press. Wahrscheinlich seit... Habe ich noch nie einem Kunden gezeigt, glaube ich. Darauf geschissen. Weil man kann am Anfang mal was falsch machen, ja, wenn man mit gesundem Menschenverstand an Übungen rangeht, wenn man vielleicht noch ein bisschen konservativer mit dem Startgewicht umgeht. Ja, Leute, ihr macht euch nicht immer direkt kaputt, ihr seid nicht aus Zucker, ja, ihr macht nicht irgendwas falsch und habt deswegen am nächsten Tag Schmerzen, sondern entweder weil ihr viel zu intensiv trainiert habt, weil ihr Gewebe irgendwie überlastet habt. Das merkt ihr auch bei einer Übung. Ne? Also wie gesagt, immer locker rangehen. Und selbst wenn ihr dann am nächsten Tag Schmerzen habt, mein Gott, einfach mal 2-3 Tage wieder locker halt reinbringen und die Übung das nächste Mal mit weniger. Wie viel Wiederholung hast du geschafft? 8 und 6. Ist jetzt so ein bisschen 8 und 6 für den ersten Satz ohne Aufwärmsatz ein bisschen wenig. Also ich würde jetzt die Hälfte nehmen. Nimm mal draußen nachher die Fünfer, die roten Fünfer und... ich mache jetzt mal den nächsten Satz in kleinen Bench Press. Warum mache ich den in kleinen Bench Press eigentlich? Ja, ihr seht, mein Kopf liegt tiefer als der Rest von meinem Körper. Damit wird die Luft automatisch in meinen oberen Brustkorb geleitet, wo ich persönlich relativ starke Defizite habe, vor allen Dingen im vorderen und oberen Brustkorb. Und dabei unterstützt mich dann diese Position. Ja. Ich muss hier in keine extremen Ranges reingehen. Ich trainiere ähnliche Muskulatur wie bei einem Dip zum Beispiel. Relativ groß, relativ schwer. Ich gehe gleich auch auf die immerhin 25er. Und hier kann man sich einfach ins Hochkreuz ziehen lassen. Das ist eine relativ normale Position. Ne? Also einfach locker, nicht das Becken korrigieren. Doch, Becken ist gekippt. Ne? Ich bin ja hier. Das ist jetzt in dem Fall kein Hohlkreuz, weil ich in einer relativ starken Hüftstreckung eh drin bin. Ne, da muss jetzt jeder gucken. So. Nicht auf Krampf jetzt alles anspannen, locker bleiben. Ne? Wenn die Position jetzt so ist, oder so, ja, dann müsst ihr vielleicht gucken, ob ihr irgendwas an der Bank optimiert. Vielleicht ganz kurz. Ja, was könnte ich jetzt tun, um in eine noch bessere Ausgangsposition zu kommen? Ich mache mir hier eine fette Handtuchrolle. So, und dann könnte ich die jetzt hier platzieren. Ja. Was passiert, wenn ich die jetzt hier platziere? Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr eine Hüftbeugung, ne, und siehst du,
Also der Oberschenkel, der geht jetzt ein bisschen mehr so. Ich habe tendenziell eine bessere Hüftbeugung. Und siehst, ich kann, glaube ich, den Raum jetzt viel besser geschlossen halten. Ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, das hier ist nicht dramatisch bei mir, deswegen mache ich das nicht. Falls ihr merkt, ihr habt ein extrem nach vorn gekipptes Becken, extrem verkürzte Hüftbeuger, ich sage es jetzt nur mal hier für alle Laien, für alle neuen Zuschauer, ja, könnt ihr das machen. Wie gesagt, bei Übungen immer gucken, dass ihr in gute Position reinkommt. Es nützt euch nicht, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, eine Übung, die ich früher immer zwischendurch gemacht habe, die, glaube ich, auch jeder kennt. Ja? Das ist zum Beispiel hier der Seated Dip. Ja? Der Dip oder dieser Seated Dip in der einfachen Variation ist jetzt auch eine gute Alternative, trifft relativ ähnlich die Brust, den Trizeps. Das Problem, ich kann den auch machen, aber wenn ich jetzt hier, viele gehen in so eine extreme Position zum Beispiel rein. Ja, das kann ich, gut. Aber das kann ich nicht ohne Kompensation. Ne? Was passiert? Du siehst schon, ich nehme den Kopf extrem nach vorne. Ich nehme mein Schulterblatt extrem nach vorne. Ich bin auch ehrlich, ich merke das sofort immer mit einem starken Ziehen in der vorderen Schulter. Nein, davon geht nicht sofort euer Gelenk kaputt. Aber es ist einfach, ich kann es nicht trainieren. Ja? Wenn ich so eine Position hier trainiere, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich am nächsten Tag dadurch eher Probleme bekomme. Ja? Ich könnte die Übung jetzt hier relativ stark in der Range of Motion limitieren, dann ist aber schon wieder so, dass ich sagen würde, ich mache den Dip eher, weil bei so einer kurzen Range of Motion bin ich extrem stark oder stärker. Irgendwann habe ich mir mal gedacht, warum trainiere ich diese Übung eigentlich, was tut die mir, was tut die mir wirklich so gut? Ja, der Dip ist sicherlich nicht schädlich für mich, aber ich habe dann einfach angedacht, ich will auch alternierend, reziprok arbeiten, das kann ich beim Dip eigentlich nicht, also es meines Wissens fast unmöglich. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, komm, Decline Bench Press. Und für alle sozusagen Schulteropfer unter euch, die auch wie ich eher so eine unbewegliche Schulter haben, die eine Historie haben aus Diagnosen, aus Verletzungen, aus Schmerzen, probiert es mal aus, richtig geile Übung. Wie gesagt, ich hätte jetzt meinen Brustkorb mobilisiert. Fühlt sich mit der Handrolle echt noch mal geiler an, also muss ich sagen. Jetzt habe ich echt noch mehr Entspannung im unteren Rücken, habe ich vorher gar nicht so bemerkt. Also ist der Vorteil, ne? Wenn man zu zweit trainiert, ab und zu sieht der Partner dann auch noch Sachen, die man selber, ich hätte das Hohlkreuz jetzt gar nicht wahrgenommen. Aber die Positionsverbesserung fühlt sich echt mega nice an. So, jetzt mache ich mal kurz eine Rückenmobilisation. So, Susi hat gerade noch mal die Frage gestellt. Stell nochmal. Ich habe dich gefragt, warum es hier schwieriger ist, das Gewicht hochzukriegen, weil beim normalen Bankdrücken ja eigentlich die Zehner kein Problem gewesen sind, ja, und ich die hier nicht hochkriege. Ja, also der Grund ist eigentlich relativ einfach. Ja? Du hast keine Vorspannung im Gewebe. Das heißt, wenn du jetzt mal über ein Bankdrücken nachdenkst, dann habe ich ja hier, kann ich schön in die Dehnung gehen, mhm, und habe dann eben auch einfacher diesen sogenannten Stretch Reflex. Ne? Selbst wenn ich langsam reingehe und zurück, habe ich den immer noch. Wenn du jetzt auf dem Floor bist, also auf dem Boden, dann musst du rein konzentrisch überwinden. Ja. Weißt du? Dann hast du ja auch noch gefragt, für wen ist das jetzt sinnvoll, diese Übung vielleicht den Bankdrücken vorzuziehen. Ne? Wie gesagt, wenn du jetzt aus der athletischen Sicht nachdenkst, wenn du jetzt zum Beispiel Boxer bist oder Wurfsportler, ist wahrscheinlich normales, dynamisches alternierendes Bankdrücken besser. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich habe vielleicht auch eine Verletzung, ich habe jetzt vielleicht Schulterprobleme hier in der vorderen Schulterkapsel, Bizepssehne, Supraspinatussehne, alles was hier vorne so. Also in der Innenrotation? Ja, nee, einfach vordere Schulterkapsel erstmal, weißt du? Dann ist das total, weil viele Leute haben auch durch die Position hier, das Gewebe ist schon exzentrisch. Ne? Und wenn ich dann so einen Floor Press mache, habe ich so eine komplett konzentrische Position, die ich einnehme. Also Top-Übung bei Schulterproblemen, weil die ist extrem sicher, du bist hier stabil, du kannst das Gewicht variieren, du kannst extrem leicht werden und hier wirklich an der Konzentrik arbeiten in einer Range, die total geil. Du kannst hier mal machen, mach mal. So, jetzt bleibst du hier oben, ja, jetzt kannst du gleichzeitig direkt noch eine Außenrotation wieder machen, Kopf zur gleichen Seite rotieren, einatmen. Ja, habe ich hier auch noch den seitlichen Nacken geöffnet, geh wieder zurück.
Einatmen und Push. Screwdriver, ja, ausatmen. Ja, ganz runtergehen dabei. Einatmen und Push. Ne? Also auch eine geile Reha-Übung in Anführungsstrichen. Ja, das ist ein super Set. Also ich habe ja da jetzt eine relativ, also ich habe, das macht mich nicht so konzentrisch steif, wie wenn ich jetzt Bankdrücken machen würde. Ich habe diese reziproke Bewegung drin, halte meinen Brustkorb relativ dynamisch. Trotzdem sind das jetzt hier immerhin 25 Kilo pro Seite. Und also das geht sicherlich auch noch schwerer. Aber ich habe halt eine sehr konzentrische Muskelspannung. Das heißt, meine Rippen werden bei der Übung, ich will die noch weicher haben, ich will die noch mehr, weil für mich als, ich sag jetzt mal, gesundheitsorientierten Athleten, mir ist nicht so wichtig, wie stark ich in der Übung werde. Ich will diesen progressiven Overload haben, Muskelwachstum, Anpassung, ja, aber nicht um jeden Preis. Ich will trotzdem ganz geschmeidig dynamisch bleiben und deswegen mache ich diese korrigierende Übung zwischendrin. Vielleicht sogar mit dem Ergebnis, dass ich bei der Übung nicht so schnell stark werde, wie wenn ich es nicht tue. Ja. Aber dafür kriege ich auch weniger schnell. Also ich kriege unheimlich schnell vordere Schulterproblematik. Ich habe ja auch eine Historie aus Kampfsport, Boxen, Liegestütze hinter mir. Ich habe noch nie Bankdrücken trainiert in meinem Leben, weil ich es nie für nötig befunden habe. Stehe ich auch nach wie vor hinter, früher als ich Parkour gemacht habe. Wozu? Ist eine Übung, bringt mir nichts. Oder die bringt mir natürlich irgendwas, aber für das Energie, für die Zeit, die ich reinpumpe, mache ich lieber Kniebeugen oder Klimmzüge, weißt du? Mhm. So. Trotzdem habe ich irgendwann beim Klettern ja auch gemerkt, hey, diese Presser und so, weil dieses Aufstützen, da bin ich schwach drin geworden. Ja. Da würde ich gerne stärker drin werden. Und Dips und Bankdrücken, da habe ich immer so eine, also Dips habe ich viel trainiert. Weil da hatte ich immer diesen Hass, diese Hassliebe zu, weil ich immer gemerkt habe, ich kriege dadurch wieder irgendwie steife Schultern und so, weißt du? Und durch die Übung habe ich gemerkt, das ist ein geiler Kompromiss. Schön alternierend, ich werde trotzdem stärker. Und wenn du drüber nachdenkst beim Klettern oder so, ich brauche ja eigentlich, ich brauche es immer einseitig. Ich will auch beweglich bleiben. Und das gibt mir Bankdrücken nicht so wie die Variation. Relativ vorerschöpft. Bevor ich jetzt die nächste, ich sag mal, Compound-Übung mache mit vielen Muskeln, mache ich was Isolierteres. Trizeps. Kann ich hier auch wieder die Bank trainieren, aber die Übung ist jetzt total geil, die könnt ihr auch ohne Bank definitiv machen, ich zeige es sofort. Ich sag mal, wenn ich die gerade rumstehen habe, dann nutze ich die auch logischerweise. Und beim Trizeps nehme ich so 8 Kilo. Übrigens hier solche Systemhanteln, das ist jetzt keine Werbung oder so. Das sind jetzt die von Northdeer. Das Schraubgewinde ist eigentlich eine gute Idee, aber das frisst sich oft fest. Naja, auf jeden Fall gibt es relativ viele Systemhanteln mittlerweile auf dem Markt. Ich bin da eigentlich Fan von, solange es praktikabel ist, weil man einfach Platz spart und dann nicht irgendwie von 1 bis 30 Kilo immer ein einzelnes Paar Hanteln dafür hat. Ne? Dann ist eher so ein Fitnessstudio. Kein Problem, aber jetzt für den Heimgebrauch, wie ich finde, schon. Die Northdeer 25er, die gehen halt bei 8 Kilo dann los. Kann man dann so in 2,5er Schritten, auch nicht kiloweise, diese einzelnen Stufen dann abrufen, aber es genügt, sagen wir es so. So, ich habe jetzt hier ungefähr 8 Kilo. Was ich mache, Triceps Extensions. Boom, ja. Kann man aber auch ganz einfach machen an der Wand. Ja. Kann ich hier in diesen Versatzschritt rein. Ich beug mich nach vorne, ich stütze mich hier ab. Ja, zack.
Boom. Ganz noch tiefer. Wie gesagt, in die Position hier kommt vielleicht nicht jeder auf Anhieb gut rein. Ja, vielleicht mangelt es auch ein bisschen an der Schulterflexion. Deswegen finde ich die Bank in dem Fall eine gute Alternative, was man bei der Bank auch noch machen kann. Du kannst zum Beispiel deine Handposition ein bisschen verändern. Nimmst du hier so einen Keil, kann ich die Rückhand erhöhen. Kann jetzt mehr Innenrotation hier über den Zeigefingerballen geben. Ja, es hilft mir nochmal, mein Schulterblatt in noch eine bessere Position zu bringen. Ich merke dann auch, ich habe dann auch einfach mehr Power bei der Triceps Extensions, weil ich einfach stabiler bin. So, wenn ihr dann einen Arm logischerweise habt, könnt ihr wechseln. Ich mache immer so 12 Wiederholungen, ich habe nicht mitgezählt, ich meine zu wenig. Zack. Ja, auch eine geile Variation. Ja, ausatmen beim nach hinten gehen, oder? Ja, stimmt. Und ja, so. Schön die Ellbogen hoch, jawohl. Ne, hier, genau, komm, mach noch mal einen noch. Jetzt hier hoch, ja, genau. Schön die hintere Schulter, sehr geil. So, das müsste jetzt mal passen, ne? Sonst ist das Gewicht, glaube ich, noch ein bisschen zu leicht. Kannst du auf jeden Fall auch hochgehen, ne? Also wenn ihr merkt, dass ihr da auf einmal irgendwie 15 oder 20 Wiederholungen abfahren könnt, dann seid ihr wahrscheinlich im Kraftausdauerbereich. Da kann man natürlich ab und zu mal reintrainieren. Würde aber für, ich sag mal, wirklich den Hypertrophie, für den muskelorientierten Reiz, hat jetzt was mit Stoffwechselsystemen zu tun, müssen wir jetzt nicht reingehen, würde ich eher etwas niedriger bleiben, ne? Bei so 40, 45 Sekunden Belastung, 70-80% aufwärts. Die Variation finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Die kann man aber noch ein bisschen auch optimieren, oder nicht aber, die kann man einfach optimieren. Also was man jetzt zum Beispiel machen könnte, das hat mir der Shoutout an den Connor Harris mal gezeigt, die Variation. Ja, du kannst hier in die Vorbeuge gehen, zack, und du kannst den Kopf abstützen. Bin ich ungefähr gerade? Ja. Muss ich auch geil. Also ich kann auch leicht so bleiben, macht eigentlich auch nichts. So. Jetzt habe ich hier nämlich schön den Hals auch noch als Kontaktpunkt. Ich bin relativ stabil, habe ein bisschen die vordere Halsmuskulatur. Ich kann hier das Becken kippen. Also du entspannst den Rücken. Ja, ich kann so, genau, ich kann den Rücken so besser entspannen, weil es gibt ja viele Leute, die haben, ja, ich sag mal, Hexenschuss-Symptome, wenn sie jetzt hier reingehen, beziehungsweise auch wenn du jetzt keine Rückenschmerzen hast. Wenn ich hier mein Körpergewicht halten muss. Ja, ist eine Regression eigentlich jetzt zu der Anfang. Ja. Dann brauche ich hier Konzentrik im unteren Rücken. Ist ja okay, kann ich ja haben, aber will ich die immer, ja? Und wenn ich die sowieso schon habe, wenn ich hier den Kraftschluss über die Stirn setze, merke ich sofort, ist der Unterrücken sofort. Das kannst du auch merken, also ne? Entspannt, ne? Genau, ja. So. Und wenn ich jetzt hier, zack, merke ich sofort, gehe die beiden Stränge eben an. Und dann kannst du hier einfach wirklich entspannter, bumm, reingehen. Ist gleichzeitig wahrscheinlich ein bisschen Halsübung für Leute, wie so viele, die extrem schwache Halsmuskulatur haben, so alle CMD-Leute oder so. Fällt mir gerade nur ein, also mache ich jetzt auch nicht, mache immer die, aber geile Variation. So, ich mache jetzt noch mal ein Trizeps-Extension. Ja, hier achte ich wirklich darauf, hochziehen, nicht über in die Hyperextension, sondern relativ neben dem Körper und dann hier einmal die Streckung zu betonen. Mache ich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, weil ich hier auch wirklich schwach bin. So. Ja. Übrigens, Trizeps
fast sowas wie die Beinrückseite eures Beckens. Ja? Beinrückseite richtet Becken auf. Trizeps, zumindest in der geschlossenen Kraftkette, richtet aber auch das Schulterblatt aus der Position mehr in diese Position. Also trainiert den Muskel, trainiert das Bewegungsmuster viel wichtiger. Hier auch darauf achten, jetzt war ich so, würde ich das Gewicht hier auf der anderen Hand lassen. Ja? Schön schwer auf der Hand wegdrücken und leicht auf dem Knie. Die Seite hier, die du jetzt filmst, die ist genauso wichtig. Ja? Also hier wirklich darauf achten, auch im Spiegel gucken, ist das Schulterblatt nach vorne. Also ich finde, die Musik spielt tatsächlich viel mehr auf der Hand, die abstürzt. Ist vielleicht auch etwas, was eher so im Kontrast zum Bodybuilding steht. Ja, das ist zu komplex, du musst dich auf so viel konzentrieren, ich spüre meinen Muskel gar nicht. Ja, fuck it. Weißt du, so, ist mir echt egal, meinen Muskel zu spüren, sondern ich will ja Bewegungsmuster und funktionelle Knochenpositionen eben trainieren, die meine Bewegung optimieren. Und da ist jetzt so ein krasses, isoliertes Muskelbrennen auch nicht immer. Kann man haben, kein Problem, aber nicht um jeden Preis. So, und wir haben jetzt gemerkt, wir haben jetzt hier schon fast wieder eine Stunde gefilmt. Also das Training an sich, das dauert voll durchgezogen in der Regel so 60 Minuten. 45 bis 60 Minuten, je nachdem wie schnell man ist, wie viel Pause man macht. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir machen jetzt hier einen Cut und wir machen noch einen Teil 2 von dem Krafttraining. Also wir haben ja jetzt den Decline Push Press gemacht, also die ganzen Bankdrückvariationen. Dann haben wir den Trizeps trainiert, ne, haben euch einige Variationen gezeigt. Und im nächsten Teil, das wird dann auch ein kürzerer Teil, dann zeigen wir euch noch die Overhead-Variante. Dann wird das Video hier nicht eine Stunde lang. Ihr könnt wahrscheinlich die Übung eh schon in euren Training implementieren, habt damit genug zu tun. Dann machen wir im nächsten Teil 2 mit dem Overhead Press weiter. Dann haben wir auch noch Zeit für noch ein paar Variationen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergiss nicht zu abonnieren und wir sehen uns in Teil 2 wieder. Hau rein und ciao.